Also, der dritte Part oder der vierte Part. Wir sind immer noch in Frankfurt, in der Frankfurter Innenstadt. Mein Name ist J6. Herzlich willkommen, Six All in the Mix. Wir sind in Frankfurt und ich wollte mal ein paar Leute fragen hier. Ein paar Passanten mal über das Schild hier ausfragen, was sie davon halten. Ist vielleicht interessant. Hi. Ah ja, okay, gleich die erste Person. Alles klar. Haben Sie das jetzt gerade zum ersten Mal gesehen? Ich habe es in der Werbung, also irgendwo auf Social Media mitgekriegt. Ja. Und habe jetzt hochgeguckt und gedacht, ach stimmt, ich bin hier in Frankfurt, da hängt es ja voll. So. Und darf ich Sie vielleicht fragen, warum in Frankfurt? Weil ich bin jetzt extra aus Berlin gekommen. Warum das nicht weiß in Berlin? Ich. Keine Ahnung. Okay. Ich fände es schön, wenn es überall so wäre. Und ist es ein Zeichen, dem Respekt über gegen den Leuten, die gläubig sind, die sozusagen auch hier zu Dutzend schon hier mittlerweile leben? Okay. Aber wieso macht man das mit einem Aushängeschild? Meine Frage jetzt, weil ich bin weder religiös noch politisch. Ich frage Leute, was sie denken. Macht man ja bei christlichen Feiertagen auch. Aber ist das nicht selbstverständlich? Weil christliche Feiertage, wir sind hier auch irgendwo in Deutschland, man muss sich anpassen. Ne? Aber ist das eigentlich nicht selbstverständlich? Wieso muss man dann so ein Schild aufbauen, um für den Steuergeldern irgendwie... Weil es nicht selbstverständlich ist. Ach ja, okay, das meinen Sie. Okay. Ja, ich finde es super. Okay, ich danke Ihnen. Gerne. Nochmal eine letzte Frage vielleicht. Würden Sie sagen, dass die Politik irgendwie versucht, ein bisschen was gut zu machen? Ich wünschte, es ist so. Ja. Es ist ein bisschen spät. Ein bisschen spät, ja. Ja, man hätte mal viele Jahre früher anfangen können. Na gut, ist ja mal ein Anfang. Ne? Ja. Ich danke Ihnen, danke für Ihre Meinung. Tschüss, ja, tschüss, schönen Abend. Ja. Gleich die erste Frau mit reingesprungen und hi, hallo. Und ja, was soll ich sagen? Ja, ich finde es schön, von meiner eigenen private Meinung her, ich finde es okay. Aber ich versuche natürlich die Leute so ein bisschen auch zu befragen und dass einige andere von ihnen rauszukitzeln mit meiner Art und Weise, mit den Fragen. Und vielleicht finden wir noch jemanden hier zum Interview. Die Leute waren bis jetzt alle neutral, die man anspricht. Gut, das sind sie alle vor der Kamera. Aber dafür habe ich dann auch so die Fragen. Ja? Die Art und Weise in Richtung Politik und Co. Einige machen auch jetzt Fotos auch davon. Die Frau hat jetzt auch ein Foto gemacht, ist weitergelaufen. Und Verzeihung, sprechen Sie Deutsch? Ja, passen Sie mal auf. Ich habe eine Frage. Ich komme selber aus Berlin extra jetzt für dieses Schild hier. Ja. Und wollte Sie fragen, Sie interviewen, was halten Sie davon? Seien Sie ehrlich. Ich bin weder politisch noch religiös. Ich bin selber Journalist, wir haben darüber berichtet. Ich bin ein bisschen voreingenommen. Also ich finde es in Ordnung. Okay. Aber ich war selber hier, als es eröffnet wurde. Okay. Also private Meinung ist okay? Ja, klar. Okay. Achso, da rein. Für welches Format ist es? Das ist für mich, ich mache so. Ja, okay, also ja, dann legen wir ich bin los. Unabhängig, ich bin ja kein Journalist. Wir nennen das Vox Pops beim Fernsehen, bei den Fernsehnachrichten, wenn wir die Leute ansprechen. Okay. Vox Pop für die, bitte. Also. Ja, genau. Ja, also. Was sagen Sie? Sie finden das in Ordnung, haben Sie gesagt. Ne? Genau, so. Ja, klar. Wieso muss man aber so ein Schild aufhängen, um den Leuten zu zeigen, dass man sie, keine Ahnung, akzeptiert? Muss natürlich jetzt auch ein bisschen drängen, wie sie fühlen. Ne? Akzeptieren sieht er darum, wenn man jetzt im Vergleich zur Weihnachtsbeleuchtung nimmt, wenn das christliche Weihnachtsfest ist, wird offen, also auf Gang. Ja. Und das soll es nur zeigen. Es gibt, glaube ich, 10 Millionen Moslems in Deutschland. Ja. Und deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung, dass man jetzt in den paar Wochen im heiligen Monat auch mal so eine Festbeleuchtung hier anbringt. Okay, aber nun sind wir hier in Deutschland und nicht irgendwo anders. Und wenn man in Deutschland Weihnachtsbäume aufstellt und das ganze Geschmücke, dann sind wir aber immer noch in Europa und Deutschland. Da muss man sich doch anpassen. Was sagen Sie dazu? Das ist nur meine Frage. Ich habe komische Fragen. Ja. Wenn es jetzt so wäre, dass wir das für eine Minderheit machen würden von 1000 Moslems, dann würde ich sagen, nee. Mhm. Aber wir haben 10 Millionen Moslems. Das ist keine Minderheit. In Deutschland? In Deutschland. Das ist ein großer Teil der Bevölkerung. Und dann sage ich, ist es in Ordnung. Ich würde jetzt für die indischen Sikhs, wo wir ein paar tausend Menschen haben in Deutschland, würde ich sagen, ist zu wenig. Aber 10 Millionen Menschen, finde ich, da können wir es machen. Ich verstehe, deswegen frage ich, deswegen habe ich auch die Fragen. Ja. Noch mal eine letzte Frage, bevor Sie gehen. Möchte die Politik da so ein bisschen was schönreden oder ein bisschen was schmücken oder sich vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht. Also es ist, zunächst mal ist es ja nicht die Politik, sondern es ist ja die Stadtpolitik. Das hat ja nicht die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung entschieden, sondern das... Ah ja, da wirst du mal weniger drüber. Nee, ich habe da gar keine Ahnung von. Ich denke immer, das kommt irgendwo von oben. Ja? Ich denke, das kommt von oben. Ich weiß nicht, Sie sind Insider, Sie wissen mehr wie ich. Ja, natürlich. Meinen Sie wirklich, die Bundesregierung wird sich damit beschäftigen, ob in Frankfurt eine Festbeleuchtung kommt? Nee, weiß ich nicht. Also, die Fakten sind, es gibt in jeder Stadt gibt's ein Parlament. Ja. Und die haben das entschieden. Da sitzen
im Stadtparlament Frankfurt sitzen 100 Leute und die haben darüber abgestimmt, soll das kommen oder nicht. Die Mehrheit war dafür. So ist es in der Demokratie und dann wird es gemacht. Okay, das war's dann auch. Danke Ihnen. Herzlichen Dank. Das waren interessante Fragen. Die Leute wollen sowas wissen. Tschüss. Tja, ihr habt es gehört. Der junge Mann hat das souverän alles beantwortet, aus seiner Sicht. Oder er ist auch Insider. Der hat die Dinger mit aufgehangen, hat er gesagt, im Prinzip. Vielleicht haben wir noch mal jemanden hier und können ihn befragen. Das ist doch mal interessant hier. Die Frankfurter sind wirklich sehr, sehr offen und sehr, sehr nett. Ja, natürlich, genau. Ich frage. Hi, machen. Grüß dich. Alles hallo, gut? Ich bin Michael. Schönes Michael aus Frankfurt bist du. Ich bin aus Berlin. Aber ich wohne jetzt seit 2 Wochen hier in Frankfurt. Ich habe noch keine Wohnung, ich wohne im Auto. Ach, okay, geiler Typ. Mein Name ist Six, also J6. Schön, und ich bin jetzt gerade hier extra aus Berlin. Ah, bist auch aus Berlin. Genau, ich bin eigentlich aus Berlin und bin hier, um Leute zu interviewen. Und in dem Falle jetzt auch nicht, wenn du Bock hast. So. Gerne. Ich habe dich von Weitem gesehen und ich dachte, cool. Ich mag Umfragen. Cool. Ja, klar, warum nicht? Schau mal, ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Wieso in Frankfurt und nicht in Berlin? Ganz einfach. Ich habe mich in Zürich beworben für eine Arbeitsstelle. Und ich habe einen Arbeitsplatz in Frankfurt angeboten bekommen. Okay, aber ich meine jetzt nicht Sie in dem Fall, sondern das Schild. Moment. Ja. Welches Schild? Dieses Happy Ramadan, haben Sie das mitbekommen? Ach so, das habe ich mitbekommen. Das waren die Nachrichten. Ja, genau. Ja. Was sagen Sie dazu? Warum machen die das in Frankfurt und nicht in Berlin? Wieso ausgerechnet Frankfurt? Was denken Sie denn? Frankfurt am Main war ja Teil von Westdeutschland. Mhm. Und deshalb ist schon in früheren Jahren, also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mehr Migration nach Westdeutschland gekommen als nach Ostdeutschland. Oh, das macht Sinn. Und Berlin war ja auch Teil Ostdeutschlands. Mhm. Zwar nicht West-Berlin, aber West-Berlin war ja auch verschlossen wie eine Insel. Und damals in den 90ern im Jugoslawienkrieg, gut, gibt ja nicht alle jugoslawischen Länder sind muslimische Länder. Ja. Aber ich glaube, Sie verstehen, worauf ich hinaus. Die Antwort haben Sie mir auf jeden Fall korrekt beantwortet. Sehr, sehr gut. Auch wieder ein irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier in Frankfurt nur Intellektuelle rumrennen. Ja, sehr, sehr gut. danke. Nee, alles cool. Genau. Was sagen Sie denn privat dazu? Wie ist denn Ihre Meinung? Ja, okay. Nein, zu viel? Ja. Also sag mal so, es auf die Person bezogen, respektiere ich total. Wenn ich jemanden kenne, der Ramadan macht, dann versuche ich auch vor ihm einfach zu vermeiden, Wasser zu trinken, zu essen oder ihn zumindest vorher zu fragen, ey, ist es okay für dich, kriegst du da nicht Durst oder so? Ich gehe in Wedding zur Schule. Okay. Ja, natürlich. Genau. Es war dazu also auf die individuelle Seite bezogen. Mhm. Interessant, die Aussagen, ja. Vollkommen, also... Man versucht den Leuten auch entgegenzukommen, sagst genau, du? Genau, man versucht den Leuten entgegenzukommen. Schön. Wenn es um die politische Seite geht, ist schon ein bisschen kritischer, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Was sind deine Wurzeln, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Berlin. Du kommst aus Berlin und deine Eltern? Oder ursprünglich komme ich aus Tadschikistan, Kasachstan, Russland, Asien ist das. Ja, ehemalige Sowjetunion. Genau, Was ich mich frage, darf man in Saudi-Arabien zum Beispiel eine Kirche bauen? Oder darf man in Saudi-Arabien ganz normal Weihnachten feiern? Das Moment, darauf will ich hinaus. Ja. Genau. Ich frage ja eigentlich auch nur die Fragen, die nicht meine persönlichen sind, sondern so wie ein, sag ich mal, bio-deutscher Bürger fragen würde. So, jetzt frage ich dich. Okay, du versuchst ja auch den Leuten entgegenzukommen. Ja. So, aber nun ist es so, dass wir in Europa, in Deutschland sind. Hm? Warum müssen wir uns anpassen? Warum müsst ihr euch anpassen? Ja, warum sollen sich nicht die Leute anpassen, die herkommen? Das wäre jetzt meine Frage an dich, aber nicht von mir aus, sondern das, was die Leute hören wollen. Ja klar, verstehe. Ja. In meinen Augen gibt es ein Grundgesetz in Deutschland oder auch in Europa. Darunter ist natürlich auch Religionsfreiheit vorhanden. Richtig. Was ich mich frage als Europäer, ich bin kein reiner Bio-Deutscher, ich bin halb Pole, halb Deutscher, meine Mutti kommt aus Polen. Mhm. Gelten die gleichen Gesetze für mich, wenn ich jetzt in ein anderes Land fahre, beispielsweise Saudi-Arabien? Mhm. Ein Freund von mir, ich arbeite für eine Baufirma und da ich habe auch in Berlin für eine Baufirma gearbeitet und mein Kollege war am Bau von Mekka mitunter beteiligt und er meinte, dass für Europäer dort wirklich strikte Gesetze herrschen und das habe ich auch ein bisschen aus meiner Erziehung, ehrlich gesagt, vor allem mütterlicherseits mitgenommen. Okay, na, überall ist es ein bisschen anders. Ja, egal, wo man hinkommt ins Land, muss man sich auch anpassen. Klar. Das war eigentlich nur die Frage. Ah, es hat halt nichts mit dem Individuum zu tun. Ah, ja, okay. Man kann vieles politisch kritisieren in meinen Augen, zum Beispiel illegale Migration oder so, aber das hat nichts mit dem Individuum, das auf illegaler Reise nach Europa ist, zu tun. Also, man sollte ihn trotzdem respektvoll behandeln, richtig. Ihm gegebenenfalls helfen, vielleicht einen Job irgendwie, dass er schwarz arbeiten kann oder so, besorgen. Das ist meine Meinung, deshalb versuche ich das. Erstmal über die Runden kommen, sagst du. Genau. Versuche ich das Individuelle, also die Person an sich mit dem Politischen zu trennen. Das ist meine Meinung. Also gleiches Recht gilt für alle, sagst du.
Ja. Also, okay, interessant. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zu der politischen Sache. So, was sagst du? Ist das politisch gewollt? Sollen die Leute irgendwie gestillt werden? Weil dir ist ja klar, dass gerade auch in gewissen Ländern, ich will jetzt das Land nicht nennen und die Stadt auch nicht nennen, weiß schon, dass da Leute gerade Kinder sterben. Ne? Genau. So, warum schickt man das Geld nicht, anstatt so ein Ding aufzuhängen, dahin? Ja. Ist das nicht deiner Meinung nach so ein bisschen Doppelmoral dahinter? Weiß die Regierung eigentlich, was sie da macht, oder? Was sagst du? Okay, das ist natürlich auch eine Frage. Das ist nur eine Frage, das ist keine private Frage. Das ist nur das, was die Leute hören wollen. Das versuche ich zu beantworten. Ich kann dich duzen, wa? Ja, natürlich, ich bin noch nicht so alt. Du wolltest auf den Krieg in Gaza, in Israel oder in Palästina hinaus. Genau. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Ich glaube, dass die EU auch humanitäre Hilfe an Gaza liefert, soweit ich weiß. Was mich anbetrifft, ich bin auf keiner Seite, es ist eine total abgefuckte Situation. Richtig, ja. Ich bin weder pro dies, pro das, kontra dies, kontra das. Ja. Meiner Meinung nach haben beide Seiten ihre Ansichten und wir als außenstehende Europäer schwer sich da mit. Natürlich, natürlich. Wir haben da sowieso nichts zu sagen. Was Deutschland angeht, Deutschland hat eine historische Schuld, in meinen Augen, an der jüdischen Bevölkerung. Mhm. Noch vor 1939 war das Land, in dem ich geboren wurde, Polen, von der jüdischen Bevölkerung her, also es hatte die größte jüdische Bevölkerung der Welt, mit 3,5 Millionen Juden. Und jetzt sind sie alle weg, weil sie von den Deutschen vertrieben wurden. Mhm. Und das war meiner Meinung nach eine historische Konsequenz, dass die Juden, die vertrieben wurden, ein Land haben wollten. Jüdische Menschen hatten schon international oder geschichtlich immer eine starke Lobby, muss man so sagen. Sehr breites Unternehmertum, circa ein Drittel des polnischen BIPs 1938, 39, könnte jetzt auch falsch sein, aber wurde von Juden bewirtschaftet, obwohl Juden 10% der Bevölkerung in Polen ausgemacht haben. Ja, das ist nicht schlimm, wenn du grob schätzt, ist kein Problem. Ja. Aber so in die Richtung. Nee, verstehe sie, natürlich, ich verstehe sie ganz klar. Sodass, also schwere Vergangenheit, Und die Konsequenz darauf war, dass die jüdischen Menschen angefangen haben, Palästinenser zu vertreiben von den palästinensischen Gebieten. Also die Geschichte wiederholt sich so ein bisschen, würdest du sagen? Ja. Einerseits? Ja. Sie reimt sich. Okay. Gut. Und deshalb kann ich auf jeden Fall das Mitgefühl irgendwo nachvollziehen. Man muss auch, ob es einem gefällt oder nicht, Deutschland ist ein multikulturelles Land. 10% der Bevölkerung in Deutschland sind Muslime, soweit ich weiß. Ja. Schätze ich mir jetzt mal. Ja, 10 Millionen in Deutschland, wurde gesagt. Ja, also die Frau meinte 5 Millionen, eine Frau vorher im letzten Video und jetzt in diesem Video hat ein Typ gesagt, also ein Mann gesagt, 10 Millionen. Ja. Ja, so zwischen 5 und 10 Millionen würde hinhauen, glaube ich mal. Ja. Und genau. Selbst wenn es einem gefällt oder nicht, Ramadan gehört irgendwie mit dazu. Mhm. Vor allem in deutschen Großstädten. Ja. Und ich respektiere das total, ob ich die politischen Entscheidungen, die 30, 40 Jahre zuvor getroffen wurden, gut finde, ist eine andere Sache. Mhm. Ich habe keinen Einfluss darauf, deshalb möchte ich jetzt meine Meinung dazu nicht sagen. Ist ja richtig, Das Wichtigste ist, dass man halt seine Mitmenschen respektiert. Egal richtig, darum geht es ja auch. Ist eigentlich egal, was man hier auffindet. Welcher Religion. Genau, man muss sich akzeptieren, eigentlich auch ohne dieses Schild. Trotzdem finde ich das privat meine Meinung, finde ich das trotzdem schön. Ja, weil es gibt ja schon sowieso sehr, sehr viele negative Sachen auf der Welt. Mhm. Und wenn die jetzt einfach mal Muslime hier vorbeilaufen und die das sehen, dann, mein Gott, finde ich das doch auch schön. Sollen sie ein Lächeln gezaubert haben im Gesicht. Ja. Wenn die dann mit einem Lächeln nach Hause gehen, ist doch okay, cool. Ja. So, jetzt haben wir nochmal eine Frage. Ja. Wieder Richtung Politik. Ja. Meinst du, nicht meinst du, genau, worauf ich genau was heute eigentlich auch, Richtung Doppelmoral, ne? Ja. Das war nochmal ganz gut. Ich bin so ein bisschen journalistisch angehaucht, da in die Richtung. Geil. Ich stelle auch Fragen, wie die wirklich manchmal auch unangenehm sind. Ne? Deswegen, ich habe auch es ist alles nicht meine privaten. Ne? Alles gut. So, wieso wird dabei dann sehr, sehr oft, also die letzte Frage jetzt an dich, dann lasse ich sie auch. Ja. Wieso wird denn so oft in den Medien oder die Medien in Deutschland oder allgemein, wieso hetzen dann die internationalen Medien oder in Deutschland die Medien so oft gegen Muslime und dann hängen die so ein Ding oben drauf? Mhm. Kannst du das erklären? Kannst du dir das erklären? Warum so ein Hin und Her? Wieso wissen sie nicht, was sie wollen? Verstehst du so ein bisschen? Ja. Ist das wie so eine Art geben und nehmen und dann wieder nehmen und herrschen? Oder sind wir alles Maskottchen, die nach der Pfeife tanzen? Oder worum geht's da?
wenn ich deine Frage jetzt ganz authentisch beantworten kann, ich habe nicht. Acht auf die Wortwahl, weil wir wollen ja auch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass gegen Muslime gehetzt wird. Okay. In den Medien. Ja. In den breiten Medien. Okay. Es wird vieles kritisiert. Okay. Wenn Menschen aus muslimisch geprägten Ländern herkommen und sich beispielsweise nicht integrieren. Ja. Oder Zahl der Terroranschläge ist gestiegen. Aha. Dadurch auch ist es irgendwie hochgeschaukelt, zum Beispiel Stichwort Hanau in der Shisha-Bar, wo dann halt ein rassistischer Terroranschlag gegenüber arabischstämmigen Menschen, wenn ich es so nennen kann, begangen wurde. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, dass es sich innerhalb der Bevölkerung aufschaukelt, der Hass von der einen zu der anderen Seite. Und wenn man die Schaukel an beiden Enden, du weißt schon, so natürlich, ich verstehe dich, dann wird es immer stärker. Und das, aber meinst du nicht, dass sowas eher Hass auslöst oder Spaltung? Würdest du das sagen oder eher nicht? Kann schon sein, bei intoleranten Menschen, wenn man es so nennen kann, könnte es sein. Also passt nicht jedem in den Kragen, würdest du sagen, ne? Ja, aber mir ist es gleichgültig so. Ja. Ich habe die Debatte mitbekommen. Mhm. Ich verstehe es schon, wenn es kontrovers ist, diskutiert wird in der Bevölkerung. Aber mir ist es gleichgültig, muss ich ehrlich sagen. Das ist meine wahre Meinung, mein wahres Gefühl dazu. Okay, also du meinst, dass sowieso mehr als die Hälfte ist toleranter der Sache gegenüber. Ich glaube, ich glaube. Und ich glaube auch sehr daran. Du hast schon rausgehört vielleicht, dass ich politisch eher konservativ eingestellt bin. Ja. Vielleicht auch rechts, wenn man es so nennen kann. Aber es hat ja nichts mit, wie schon vorhin gesagt, mit den Mitmenschen zu tun. Deine Meinung ist deine Meinung. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Ist ja alles okay. Deswegen befrage ich auch die Leute. Geil. Weil ich kann mich jetzt hier auch hier selber hinstellen und darüber 10 Minuten labern. Ja. Aber mich gibt es hier nicht. Es geht ja um die Leute, wie gesagt. Ja, super geil. Ja, cool. Gut, das war's dann auch schon. Ne? Also ich will da auch nicht mehr weiter titschen. Ja. Ja, und wie sagen wir das? Danke dir, Sig. Peace sagen oder Mach's gut. Danke dir auf jeden Fall. Hast du YouTube? Und YouTube und TikTok. Kann ich mir das Video anschauen? Ja, natürlich. Kann ich dir mal gleich geben. So. Und meinerseits war es dann auch schon. Ich glaube nicht, dass ich jetzt auf Anhieb noch mal jemanden schnell finde. Aber wir bleiben natürlich hier. Vielleicht finden wir noch mal 1-2 Leute fürs Interview. Danke fürs Zugucken. Geil. Mein Name ist Six Only Mix. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus Frankfurt. Happy Ramadan. Das Schild. Wir sind gerade davor in der Innenstadt. Tschüss. Danke dir noch mal, mein Lieber. Sehr gerne.